Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal meinen persönlichen Endgegner an, nämlich Seifenfilter 2. Vor kurzem habe ich ja erst Teil 1 durchgespielt und es euch vorgestellt. War ja eine komplett neue Erfahrung für mich, das Spiel. Mit Teil 2 bewegen wir uns dann aber in ein Territorium, das ich bereits kenne. Denn ich bin hier schon mehr als nur einmal der Verzweiflung sehr nah gewesen und habe auch viele frustrierende Kindheitserinnerungen an dieses eine Spiel. Aber vielleicht war ich damals auch einfach noch zu jung oder ein bisschen zu doof für das Spiel. Es bleibt auf jeden Fall die Frage für mich offen. Hat sich was geändert oder ist Seifenfilter 2 auch heute noch so mega frustrierend wie damals? Und genau das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Da sind wir nun endlich bei Teil 2 des Ganzen angekommen. Schon in den ersten Minuten des Spiels bekomme ich fast eine Gänsehaut. Ich erinnere mich nämlich sofort an den Frust, den die ersten Level schon damals über mich gebracht haben. Wir landen nämlich hier mit Logan auf einer verschneiten Bergspitze in den Rocky Mountains, weil uns die Agentur, unser vorheriger Arbeitgeber, die uns ja auch hintergangen haben und danach töten wollten, samt unseres Flugzeugs und dem gesamten Team abgeschossen haben, um Beweise, die wir mit uns geführt haben, einzusacken und alles so vertuschen zu können. So sind wir dann auf dieser Bergspitze gelandet. Aber nicht nur das, sie haben unsere Partnerin mit diesem schrecklichen asiatischen Namen entführt. Und das wird sicherlich auch nicht alles sein, was die so vorhaben. Das Spiel setzt also von der Story nicht ganz so weit weg von Teil 1 an und setzt diese fort. Fest steht aber, die Agentur muss aufgehalten und vernichtet werden. Neu ist aber, und genau das ist unser Problem, dass Liang Xing, unsere Kollegin eben, die Zeit so ein bisschen davonläuft. Sie hat sich nämlich mit dem namensgebenden Virus infiziert und wir müssen das Gegenmittel besorgen, aber flott. Ansonsten stirbt sie. Ach ja, und nebenbei retten wir mal wieder die Welt. Dafür jagt uns der Third-Person-Shooter in 8 bis 9 Stunden Durchspielzeit durch so einiges an Leveln und überrascht mit viel Abwechslung, was besonders auffällt, wenn man das hier mit dem Vorgänger vergleicht, führt aber leider mit den ganzen Änderungen auch ganz schön viel Frust mit ins Spiel und ein paar geskriptete Gameplay-Elemente, die echt nerven können. Unsere Ziele sind aber dennoch recht simpel geblieben. Hier mal was aktivieren, da mal hinrennen und was einsammeln, ab und zu mal rumballern und im nächsten Moment werden wir mal wieder in eine Falle gelockt, aus der wir uns befreien müssen. Grundsätzlich endet alles hier, wie auch schon im Vorgänger, in einer riesigen Schießerei, bei der lauter Leute sterben. Es gibt jetzt aber auch viele Stellen, die von den Entwicklern vorausgeplant wurden, wie einen Sniper-Parcours, bei dem Stehenbleiben den Tod bedeutet, oder an einer anderen Stelle der Kampf gegen fiese Heckenschützen, die uns nur nicht erwischen, wenn uns jemand Deckung gibt, oder fiese Autofahrer, die uns plattfahren wollen und unser einziger Ausweg ist es, sich hier an diese Stange zu hängen. Um wieder zurück auf den Frust des Ganzen zu kommen, da habe ich auch einen persönlichen Frustfavorit. Das ist nämlich die Bombenentschärfungsmission auf der Brücke hier. Ist immer noch eines der ersten Level und trotzdem ganz schön schwer, wenn man einige entscheidende Details nicht kennt. Hier gibt es nämlich Bomben, die unter der Brücke angebracht sind und sobald uns hier beim Rumschleichen eine entdeckt, werden die Bomben gezündet. Die Bomben explodieren aber auch, wenn der Timer abgelaufen ist. Ich habe als Kind hier immer versucht, mich hier rumzuhangeln und irgendwie an die Bomben zu kommen und die im Zeitplan zu entschärfen. Bin dabei tausende Male gestorben und runtergefallen und musste immer wieder die Mission neu starten. Aber dieses Mal bin ich deutlich schlauer gewesen. Der Trick ist nämlich ganz einfach. Hier auf der Brücke stehen mehrere Trucks und in dem Kofferraum von dem einen Truck hier liegen Betäubungsgranaten. Mit denen geht man dann einfach zum Kommandeur, der auch auf der Brücke rumläuft und betäubt ihn. Bam, der Timer ist erledigt und wir haben genug Zeit, in aller Ruhe die Bomben zu entschärfen. Kann alles so einfach sein. Hat nur 20 Jahre gedauert, bis ich das endlich mal festgestellt habe oder eher gesagt entdeckt habe. Und das kann man so aufs ganze Spiel übertragen. Oft liegen die einfachen Lösungen auf dem Weg, leider übersieht man sie aber sehr oft und das kann zu Frust führen. Aber das Spiel bietet auch noch weit mehr als nur die verschneiten Bergspitzen vom Anfang und die kindheitstraumatisierende Bombenentschärfungsmission. Wir sehen nämlich auch Schnee in Russland, nämlich als wir Logans Partnerin übernehmen dürfen und mit ihr einen Nachtclub besuchen und so eine Mission beginnen. Wie soll es anders sein, endet das auch wieder in einer Schießerei, die dann aus dem Nachtclub auf die Straßen der Stadt führt, wo wir dann Granatwerfer-Typen ausweichen müssen, die hier auf den Dächern rumcampen. Nebenbei ist hier auch noch die örtliche Polizei am Rumballern und die wollen wir natürlich nicht umbringen. So wird das Ganze hier zur ziemlich stressigen Situation, aber auch zu einem richtig guten Level. Wir besuchen aber auch eine Army Base, wo Seifenfilter zum Taktik-Schleichspiel wird, in denen es gilt, leise zu sein, nicht entdeckt zu werden und hier Gegner zu umschleichen.
Und dieses Gameplay-Element wird auch noch ein bisschen mehr ausgebaut. Wir besuchen nämlich auch das Museum, was wir auch schon aus Teil 1 kennen, und müssen hier GIs, also Soldaten, ausweichen und dürfen diese nicht umbringen. Selbes gilt dann auch nochmal später für das geheime Forschungslabor. In diesem wurde wohl das Virus mitentwickelt. Hier müssen wir auch das Gegenmittel besorgen für unsere Partnerin. Auch hier gilt es viel zu schleichen. Und gegen Ende hin dreht das Spiel dann komplett wieder durch und hier kommen vollgepanzerte Einheiten, gegen die wir nicht viel tun können, außer sie ein bisschen mit unserem Granatwerfer zu bearbeiten. Es gibt auch wieder eine schöne Escort-Mission in einem Gefängnis, in dem das alles vorher genannte nochmal vereint wird. Oder eine Hetzjagd auf einem fahrenden Zug mit einem Angriffsheli, dem wir ausweichen müssen. Zusammen mit den ganzen Ballerorgien hier, die begleitet werden von so einigen Waffen, die wir alle auch schon aus dem Vorgänger kennen, bietet das Spiel eine echt geile Mischung aus Action, Taktik und Herausforderung, wird aber auch auf der gesamten Länge des Spiels dabei nicht langweilig, nur eben manchmal ein bisschen frustig und auch mal ein bisschen sehr schwer. Technisch muss man dazu sagen, dass das Spiel nochmal deutlich besser aussieht, als Teil 1 es schon getan hat. Ob es nun hier die dreieckigen Schneeflöckchen sind oder die Lichteffekte in der Disco, bei der so mancher Epilepsie-Patient bestimmt auch flashende Erinnerungen von hat, die schon fast dynamischen Bluteffekte an den Gegnern oder die immer noch sehr tolle Physik-Engine im Spiel. Man darf hier ja nicht vergessen, dass das immer noch ein PlayStation-1-Spiel ist und dafür hat es schon echt ein paar tolle Effekte. Wirklich aufgefallen sind mir aber mehr die Level. Die sind nämlich deutlich schöner und auch schlauer gebaut worden als wie noch im Vorgänger. Diesmal sucht man sich nämlich nicht dumm und dämlich nach irgendwelchen Sachen oder nach irgendwelchen Wegen. Es ist sich hier deutlich mehr Mühe gegeben worden, einen soliden, konstanten Spielfluss zu kreieren. Und das haben wir auch gut hingekriegt. Und wer jetzt trotzdem nochmal jede Ecke im Spiel durchsucht, wird sogar noch mit versteckten Waffen belohnt oder mal wieder mit einer Rüstung. Ich würde auch behaupten, dass technisch nochmal ein bisschen am Auto-Aim geschraubt wurde, weil man jetzt viel besser Gegner auf Entfernung treffen kann, als wie das noch vorher ging. Alles in allem muss man sagen, dass das doch ein recht solides PlayStation-Spiel ist, dem ich ohne schlechtes Gewissen auch 9,5 von 10 Punkten geben kann. Bemängeln würde ich nur die schwachen Charaktere und die echt miesen Dialoge, die teilweise echt ohne Liebe gesprochen wurden, wobei die Synchronstimmen schon wieder gut sind. Ja, man könnte jetzt auch noch sagen, dass die Story vielleicht ein bisschen schwach erzählt wird, aber das Gameplay würde ich schon sagen, macht das am Ende alles wieder wett. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch gespannter auf dem Nachfolger, also Siphonfilter 3, weil ich das wieder kaum kenne. Ich habe es mal angespielt, glaube ich, aber es bleibt einfach spannend. Jetzt noch eine Frage an euch. Welchen Teil findet ihr denn besser? Teil 1 oder Teil 2? Und falls ihr das Spiel hier schon mal gespielt habt, habt ihr auch solche Probleme mit der Brückenmission gehabt oder wusstet ihr sofort, was zu tun ist? In der Endcard gibt es jetzt links den Anfang von allen, Siphonfilter 1 im Test, und rechts gibt's den Start der Splinter Cell Serie, auch eine sehr gute Spieleserie. Beides echt gute Titel, draufklicken und Spaß haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.